Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Glitch im Modus aufgeputzt zeigen. Und zwar seht ihr, dass die Zombies sich unter mir versammeln, Leute. Und ich kriege kein Damage. Hier sind vor mir auch zwei Megatons, die schießen auch auf euch und treffen euch aber nicht. Manchmal kommt es vor, dass sie euch treffen, aber keine Sorge, ihr werdet dadurch nicht sterben. So, die Hunde können euch auch Damage geben, aber nur wenn sie nah genug explodieren. Also beziehungsweise das Hundegas kann euch Damage geben, aber es wird euch auch nicht umbringen, Leute. Also keine Angst. So, ich zeige euch jetzt, wie ihr hier in diesen Glitch kommt. So, Leute, ihr müsst im Packer-Punch-Raum hier an der Treppe auf dieses Geländer springen und ein kleines Stückchen nach vorne laufen in den AFK-Spot. Hier werden euch die Zombies nicht beachten, außer die waren nah genug dran, wo ihr draufgegangen seid. Jetzt, Leute, müsst ihr am Rand entlang hier laufen, so wie ich. Macht mir einfach nach. Und wenn ihr dann hier seid, nehmt Anlauf, lauft geradeaus und springt auf diese unsichtbare Barriere. Von hier aus könnt ihr auf Packer Punch springen und wenn ihr dann ein bisschen weiter links da drauf geht auf Packer Punch, dann werden die Zombies auch zu euch kommen. So, ein bisschen weiter nach links, genau. Wie gesagt, Leute, die Megatrons, die treffen euch nur ab und zu und wenn sie euch auch treffen, dann wird das nicht genug sein, um euch zu töten. Bevor ihr in den Glitch reingeht, geht sicher, dass ihr euren Equipment habt. Ich würde euch empfehlen, nehmt auf jeden Fall Juggernaut mit und Deadshot für schnelle Headshots. In diesem Spot könnt ihr auch eure Waffen punchen und wenn ihr die Zombies nah genug tötet, könnt ihr auch die Munition Drops aufheben. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare, lasst doch ein Like da. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.